Ach ja, ist das schön hier. Wie gerne verbringe ich meine Ferien noch hier bei Oma. Und am allerschönsten ist es für mich, wenn meine Oma mit mir hier oben auf dem Hügel ist. Der ist so groß, der könnte fast ein Berg sein. Bei klarem, wolkenlosen Himmel kann man bis runter ins Tal schauen. Und wenn die Wolken halt mal da sind, so wie heute, dann kann man seine Fantasien spielen lassen und schauen, welche Formen die Wolken annehmen. Das macht so riesigen Spaß. Na, meine Kleine? Puh, da hast du die Oma ja jetzt richtig ins Schwitzen gebracht. Das ist für mich gar nicht mehr so einfach, den Hügel hochzuklettern. Ach, Oma. Was? Ich werde langsam alt. Ach, Oma. Das hat nichts mit dem Alter, sondern mit der Gewohnheit zu tun. Oma. So, so. Na, dann lass uns mal die Wolken betrachten. In was für Tiere verwandeln sie sich denn diesmal? Schau mal, die Wolke da sieht aus wie ein Löwe. Und die daneben sieht aus wie ein Drache. Siehst du ihn? Toll, oder? Ein Drache? Oh ja, du hast recht. Das ist bestimmt Dragonina. Dragonina? Wer ist das? Du kennst Dragonina nicht? Woher soll ich die denn kennen? Dragonina Esmeraldina, die weiße Drachin? Erwähnte ich sie noch nie? Dann muss ich dir unbedingt von ihr erzählen. Aber erst, wenn wir wieder unten im Tal an meiner Hütte sind. Super, abgemacht. Mal sehen, wer als erstes von uns beiden unten ist. Was? Jetzt schon? Ich will doch unbedingt die Geschichte hören. Wir sind doch gerade erst hier oben angekommen. Also gut, na, dann mal los. Ach Oma, du bist einfach die Beste. Ja, ich weiß. Aber nur, wenn die anderen nicht da sind, was? Ach Oma. Und jetzt mach mal hinne, sonst bin ich vielleicht doch schon eher unten, als du gucken kannst. Juppie, ich hab gewonnen und ich war schneller als du, Oma. Das kann man wohl sagen. Du bist ja abgegangen wie ein geölter Blitz. Na, dann lass uns mal ins Haus gehen. Und was ist jetzt mit dieser Drachengeschichte? Die wolltest du mir doch erzählen. Aber natürlich. Aber erst, wenn wir drinnen bei mir in der Stube sind. Na gut, aber dann erzählst du sie mir. Ja, versprochen. Na dann lass uns mal schnell reingehen. So, dann setz dich mal auf das Bett und mach es dir bequem. Ist gut, Oma. Bist du bereit für die Geschichte? Ach, Oma, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie bereit ich bin. Na, das freut mich doch. Dann fange ich mal mit der Geschichte an. Vor langer, langer Zeit einmal lebten Menschen und Drachen in Frieden miteinander auf der Welt. Das war, bevor der große Kontinent, den man damals Bras nannte, in viele kleine Stückchen auseinanderfiel. Dort entwickelten sich mit der Zeit die verschiedensten Drachenarten. Ihre Familien besiedelten zahlreiche Gegenden, Klippenfels, Schluchtend, Graslande, Wasserhausen und Buschwald. Auch fanden sie ein Gebirge, welches später den Namen Monstragonis, Drachenberg, erhielt. Hier lebten die Familien der Ältesten.
Drachen, das waren ganz gewaltige, zauberhafte Lebewesen. Sie erschienen in vielerlei Gestalt. Manche von ihnen trugen Löwenköpfe und ein weiches Fell. Andere hatten Greifenkörper mit scharfen Klauen und wieder andere glichen Schlangen oder Echsen mit einem silbrig schimmernden Schuppenkleid. Einige vereinten viele dieser Merkmale in sich. Sie wussten um geheime Kräuter, die Heilen und Zaubersprüche, die vorhersagen konnten, was geschah. Mit ihren eindrucksvollen Schwingen regierten sie den Himmel und manche Bauern warnten sie rechtzeitig vor heraufziehenden Unwettern. Ihr Volk entstammte dem Gebiet der Sturmebene, ein raues und von Wüsten übersätes Land im südwestlichen Teil von Brav. Der Drachenberg verfügte über unzählige Höhlen und tiefe Schluchten, die ihnen Schutz boten. Hier zogen sie ihre Jungen auf und entwickelten eine Schrift, die sie mit ihren Klauenhänden in die Felsen einritzten. Es war das gesammelte Wissen ihres Volkes, welches sie auf diese Weise zu bewahren versuchten. Unter den Menschen verbreitete sich bald das Gerücht, dass die Drachen mächtige Schätze an diesem Ort verbargen. Jahrhunderte verflossen so. Mit der Zeit hatten die Herrscher der Menschen überall im Land steinerne Burgen erbaut und drumherum kleine Siedlungen errichtet. Aus kleinen Dörfern wurden große Städte. Man erschloss sich fortwährend neue Gebiete und die Leute trieben Handel untereinander. Das Volk der Menschen breitete sich aus. Die Herrscher selbst aber waren von solcher Gier, dass sie immer mehr Einfluss auf das Land und Leben ihrer Untertanen gewinnen wollten. Sie ließen Waffenschmiede allerlei Kriegsgeräte herstellen und führten erbitterte Kämpfe gegeneinander. Das missfiel den Drachen. Damals regierte im Lande Smiromir, dem Reich des Zentrums, am Fuße des Monts Dragonis, ein grausamer und uneinsichtiger König namens Hauke von Stamm und Stotterdingen. Zu jenem sandten die Drachen den weisen Schlowenziquai aus. Er sollte dem König erklären, dass sein Handeln falsch sei. Normalerweise müsste ja heute eigentlich ein ganz normaler Tag sein. Eigentlich. Auf meinem Arbeitsplan steht heute nicht viel. Dennoch hatte ich letzte Nacht einen merkwürdigen Traum. In diesem Traum sah ich Drachen. Ihre Gesichter waren enttäuschend und scheinbar redeten sie über mich. Diese verdammten Drachen. Was würde ich darum geben, die Drachen auszurotten? So viel neues, freies Gebiet. Was mir dann zur Verfügung stände. Meine Macht würde extrem wachsen und mein Ansehen steigen. Ich würde als der erste König, der Drachen bezwang, in die Geschichte eingehen. Doch muss ich dabei taktisch klug vorgehen. Nicht, dass sich mein Volk am Ende gegen mich wendet. Viele Leute stehen ja noch nach wie vor hinter den Drachen. Oft warnen die Drachen Leute aus meinem Volk vor Unheil. Aber sicherlich nicht aus Nächstenliebe, sondern um ihr Vertrauen zu gewinnen. Um dieses dann später ausnutzen zu können. Ja, so wird es wohl sein.